Eine so rentable Immobilie mit diesem Cashflow wirst du garantiert auf dem deutschen Immobilienmarkt nicht finden. Ich nehme dich mit auf eine Haustour durch ein Investitionsobjekt Downtown in Philadelphia. Wir schauen uns die Haustour an und gehen alle Fakten und Zahlen zur Dealanalyse durch. All das in diesem Video. Let's get into it! The Lucas Show. Mein Name ist Lukas und heute nehme ich dich mit auf eine spannende Investoren-Haustour Downtown nach Philadelphia. Das Haus, was wir uns heute anschauen, ist ein rein Mittelhaus und es läuft unter dem Namen Purple Rain. Warum Purple Rain, erfährst du später in diesem Video. Es liegt im Norden von Philadelphia in einer spannenden und aufstrebenden Gegend, aber das schauen wir uns am besten gemeinsam auf einer Karte an und dann siehst du auch, was ich mit spannend und aufstrebend meine. Was ihr hier seht, ist die Karteninformation von Trulia, trulia.com. Den Link setze ich euch unter das Video. Ich nutze Trulia gerne, weil man hier zum Beispiel verschiedene Layers über die Karten legen kann, also verschiedene Informationen mit lokalem Bezug sich anschauen kann. Was ich damit meine, sehen wir gleich. Hier zur Lage nochmal generell. Philadelphia liegt auf halber Strecke zwischen New York und ganz hier unten ist dann Washington DC. Hier seht ihr schon Baltimore. Und das Haus, um das es heute geht, das liegt im Norden der Stadt. Zoomen wir hier mal rein und das ist North Philadelphia. Hier ist das Zentrum, hier ist die Altstadt und hier oben liegt das hier die Universität, also die Temple University. Aber legen wir mal die Karteninformationen drüber, die ich meine. Trulia.com, also kann ich nur empfehlen, einfach mal schauen. Und hier seht ihr, was ich meine. Wenn wir hier rauszoomen, ist das schon eine spannende Gegend von Philadelphia. Bezüglich der Kriminalität ist das nicht die wildeste Gegend. Das heißt, da gibt es in Philadelphia gesehen schlimmere. Was aber hier spannend ist und was ich mit aufstrebend meine ist, wenn wir hier mal schauen, das ist Downtown. Gehen wir nur die normale Map. Das ist Downtown, ja. Hier sehen wir Downtown und hier oben ist das Haus. Die Stadt Philadelphia wächst. Also sie wächst nicht nur mit neuen Häusern am Rand, sondern sie wächst auch von innen heraus. Und die Gentrifizierung macht auch vor Philadelphia keinen Halt. Das heißt, Objekte, die hier gerade in diesem Randgebiet liegen, sind sehr rentabel. Am Ende des Videos bekommst du einen Eindruck, was ich mit rentabel meine, denn da zeige ich dir alle Zahlen und Fakten zu diesem Haus. Das Haus wurde einem Co-Investor von mir von einem sogenannten Wholesaler angeboten. Was ein Wholesaler ist und das gesamte Wholesale-Business, dazu kann ich ein komplett eigenes Video machen, weil das würde in den Rahmen sprengen. Kurzform, stell dir das so vor wie das Spiel Reise nach Jerusalem, also im Englischen Musical Chair. Der Wholesaler macht einen verbindlichen Vertrag, also ein verbindliches Angebot mit Vertrag an den Verkäufer eines Hauses. Der Wholesaler hat aber meistens weder das Geld noch die Intention, ein Haus zu kaufen, sondern er setzt sich auf diesen Vertrag und makelt diesen Vertrag bis zum Vertragsschluss innerhalb seines Netzwerks. Also er muss jemanden finden, der ihm das Haus abkauft innerhalb der Frist, weil am Ende der Frist ist er vertraglich gebunden, entweder das Haus zu kaufen oder Vertragsstrafe zu zahlen. Also sind die Wholesaler eigentlich immer sozusagen Musical Chair, die rennen immer um den Stuhl und suchen jemanden, der ihnen das Haus abkauft, bis die Musik irgendwann mal aufhört zu spielen. Also spannendes Business, wie gesagt, anderes Thema, anderes Video. Zurück zu unserem Objekt. Alle Zahlen, Fakten wie Kaufpreis und so weiter und so fort zeige ich dir am Ende dieses Videos. Dich interessieren solche Deal-Analysen und du möchtest mehr zum Thema OS-Immobilien wissen? Schreib mir einfach Deals, D-E-A-L-S, als Kommentar unter das Video, dann weiß ich, dass es für dich in die richtige Richtung geht. Oder schreib mir deine Themenwünsche einfach bei Instagram @thelucasshow. Mit einem Klick auf den Abo-Button verpasst du keins meiner Videos. Aber jetzt zurück zu unserem Haus in Nordphiladelphia. Auf geht's zur Haustour. Haushunting in einer der spannendsten Gegenden hier. Es dreht sich um diese 2540 hier. Schauen wir uns das mal an. War bewohnt, ist noch immer zugemüllt und einfach mal reingehen und angucken, aber Maske nicht vergessen. Gehen wir mal rein. Auf geht's. Thank you.
Baum. Schauen wir uns das an im Detail auch geht. Geil, oder? Sehr geschmackvoll. Alles schön abgecovert. Hallo. Bloß nichts anfassen hier. Ein Schlafzimmer. Zweites Schlafzimmer. Bad. Mit Cleanout hier unten sogar. Hey, ja, hat jemand gut gemacht. Oh, am Waterheater was dran stehen. Haben wir da, der sieht nicht so alt aus. Der Waterheater ist nicht alt. So, jetzt haben wir hier die Heizung, die ist nicht alt. Da sind die BTUs da 98, okay? 1998. Für so ein Ding ist es neu, ja. Sogar mit Expansion war Expansion Tank, ist doch gut. Schon was Neueres. Und dann haben wir hier keinen Noppen Tube. Die Kabel sind alle neu, das ist alles diese Romex-Kabel. Romex sind die neueren. Jetzt hast du einen Eindruck bekommen und gesehen, was bei Purple Rain alles gefixt und repariert und renoviert werden muss. Wir schauen uns dasselbe Haus in ein paar Monaten nochmal an, wenn die kompletten Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Dann kriegst du einen schönen Vorher-Nachher-Eindruck von dem Objekt. Schauen wir uns die Zahlen an.
Die Zahlen habe ich aufbereitet in einem Tool, was ich dir kostenlos zur Verfügung stelle. Den Link dazu findest du in der Beschreibung unter dem Video. Das Tool kannst du dir einfach runterladen und die Zahlen nachvollziehen, nachrechnen oder auch selber benutzen. Purple Rain, ist das Haus nun ein Renditeobjekt oder nicht? Kaufpreis 64.500, Steuern pro Jahr $657, was faktisch nichts ist, und Renovierungskosten ca. 30.000. Das hängt davon ab, ob das Haus bei einem Badezimmer bleibt oder ein zweites Badezimmer hinzukommt. Und da variiert dann auch der Mietpreis bzw. die erzielbare Miete zwischen $1200 und $1400 pro Monat. Und gibt man nun alle diese Kennzahlen wie Kaufpreis, Renovierungskosten, Steuern, Versicherung und so weiter und so fort in das Excel-Tool ein, was ich euch unter dem Video verlinkt habe, dann kommen folgende Kennzahlen raus. Der Faktor für dieses Haus sind 6,4. Also es dauert 6,4 Jahre bei dieser Bruttomiete, um dieses Haus zu refinanzieren. Die Mietrendite, die Bruttomietrendite sind 15,5% mit einem Cash-on-Cash-Return von 11,4%, wenn man voll Cash das Haus kauft und renoviert und dann vermietet. Also ohne Bank, das heißt keine Finanzierungskosten hat. Und somit erzielt man einen positiven Cashflow von sage und schreibe $916 pro Monat. Unter dem Video lasse ich euch den Link zum Tool, wo ich alle Kennzahlen eingetragen habe. Dann könnt ihr die Zahlen nochmal selber nachvollziehen und für euch nochmal nachberechnen bzw. selber an Objekten ausrechnen, ob das ein Renditeobjekt für euch wäre oder nicht. Viel Spaß damit. Ist das ein Renditeobjekt, was ihr in Deutschland auch erzielen könnt? Lasst mir einen Kommentar da unter dem Video, wenn das so ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Damit zeigst du dem allmächtigen YouTube-Algorithmus, dass du hier was mitnehmen konntest. Und der weiß dann, dass dieses Video auch für andere interessant sein könnte. In ein paar Monaten sind die Renovierungsarbeiten an diesem Purple Rain Objekt hoffentlich abgeschlossen. Und dann gibt es zu diesem Haus nochmal ein Vorher-Nachher-Video. Um dieses Video nicht zu verpassen, abonniere meinen Kanal und dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video von mir online geht. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.